Sonntag, 26.11.2017, 16.48 Uhr, Druckennutzungsrechte Feedback IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Brandet-Schandl-Diese, es ist eine ungewöhnliche Szene im arabischen Fernsehen. Eine junge Frau aus Jordanien schildert in der Talkshow Shahpab Talk im arabischen Programm der Deutschen Welle, wie sie sexuell belästigt wurde. Zuerst auf der Arbeit, dann von Polizisten, denen sie den Vorfall meldete. IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Outstream, IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-1, der jordanische Politiker Mahmoud Al-Karabshi, der auch in der Talkshow sitzt, fühlt sich von ihr provoziert. Er stellt nicht nur ihre Geschichte in Frage, er bezweifelt sogar, dass die Frau überhaupt Jordanierin ist. Jordanische Mädchen sind nicht so. Jordanische Mädchen rennen nicht ins Fernsehen. Bist du überhaupt Jordanierin? Brüllt er erbost. Vanua darf das Leiter 155582 gleichfalls, Fotostrecke 5 Bilder Raute Meto in der arabischen Welt, wir Frauen wissen, was passiert, die Frau lässt sich nicht von dem ehemaligen Parlamentsabgeordneten einschüchtern. Wir Frauen werden sexuell belästigt und wir wissen, was passiert, sagt sie. Karabshi reagiert ungläubig, sie sind nur 21 Jahre alt und haben all diese Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht, fragt er, bevor er wutentbrannt aus der Sendung stürmt. Nun will der Politiker die Deutsche Welle verklagen, weil der Sender mit der Talkshow Jordanien beleidigt habe. Kairo laut einer Umfrage weltweit gefährlichste Stadt für Frauen IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable AD IFAD blockt, Tonight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Overredezone Fluor, False, spätestens mit der Talkshow, die in dieser Woche ausgestrahlt wurde, ist die Raute-Meto-Debatte auch in der arabischen Welt angekommen. Tausende arabische Frauen haben in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken ihre schmerzhaften Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen geschildert. Sie berichten von Übergriffen durch Väter und Brüder, von Grabskern in Bussen und Bahnen und von der Gleichgültigkeit, mit der Eltern und Geschwister auf ihre Berichte reagieren. Und es äußern sich auch Männer, die berichten, wie sie als heranwachsende Mädchen in der Nachbarschaft begrabschten, einfach weil es alle junge Männer so machten und weil es alle duldeten. Im Schutz der sozialen Medien können junge Araber über dieses Thema offen sprechen.